In der heutigen Basssektion möchte ich euch zeigen, wie ihr von einer einfachen Dur-Pentatonik zu einer ausnotierten Basslinie wie dieser hier kommen könnt. Die Dur-Pentatonik ist genauso wie die Moll-Pentatonik eine Skala, mit der viele von euch wahrscheinlich schon in Berührung gekommen sind. Sei es im Blues-Bereich, im Jazz-Bereich, im Pop-Bereich oder wo auch immer. Das sind einfach Skalen, die ihr häufig in der Musik findet. Die Frage ist natürlich auch, wenn ihr jetzt die Skala gelernt habt, habt ihr dann auch angefangen, mit dieser Skala Musik zu machen? Das heißt, habt ihr damit angefangen, eure eigenen Basslinien zu schreiben? Das ist nämlich ein Schritt, den viele leider nicht gehen, der aber sehr wichtig ist, weil, seid mal ehrlich, darum geht es ja, wenn ihr ein neues Konzept lernt, wollt ihr ja versuchen, das, oder ihr lernt das ja, damit ihr damit Musik machen könnt. Und ich möchte euch heute einfach anhand von 5 Schritten zeigen, wie ich vorgehe, wenn ich ein Konzept wie die Dur-Pentatonik nehme und daraus dann eine Basslinie erstelle. Schritt Nummer 1. Die Dur-Pentatonik besteht aus 5 Tönen, daher der Name Penta. Und ihr könnt euch die Dur-Pentatonik wie eine Dur-Tonleiter vorstellen, bei der wir 2 Töne rausgeschmissen haben. Nehmen wir als Beispiel die G-Dur-Tonleiter. Die G-Dur-Tonleiter besteht aus den Tönen G, A, H, C, D, E, Fis und G. Wenn wir bei dieser Tonleiter jetzt die Töne C, also den 4. Ton, und den Ton Fis, den 7. Ton, rausschmeißen, haben wir die G-Dur-Pentatonik. Und zwar haben wir das G, dann haben wir das A, das H, das D, das E und wieder das G. Und da geht es jetzt für euch erstmal nur darum, die Fingersätze oder diesen Fingersatz in die Finger zu bekommen. Zwar das Gute ist, ihr könnt dieses Schema komplett den Hals raufschieben, runterschieben. Ihr könnt das von der E-Seite starten und von der A-Seite. Wenn ich jetzt beispielsweise diesen Fingersatz nehme und das Ganze im 8. Bund starte, zweiter Finger ist im 8. Bund, dann hätte ich die C-Dur-Pentatonik, weil im 8. Bund ist der Ton C. Und wenn ich da jetzt den gleichen Fingersatz spiele, habe ich die C-Dur-Pentatonik. Das gleiche kann ich machen, wenn ich von der A-Seite starte. Meinetwegen von der A-Seite im 5. Bund, da ist der Ton D. Und wenn ich von diesem 5. Bund aus, von diesem Ton aus, die Dur-Pentatonik oder diesen Fingersatz spiele, habe ich die D-Dur-Pentatonik. Macht euch da jetzt noch keine Gedanken über technische Sachen, über Rhythmus oder was auch immer. Es geht wirklich nur darum, diese Skala erstmal in die Finger zu bekommen. Im nächsten Schritt, in Schritt Nummer 2, wollen wir versuchen, das Gelernte anzuwenden und damit eine Basslinie zu erstellen. Und zwar würde ich euch empfehlen, nehmt euch einen Backing-Track. Ihr könnt euch beliebige Backing-Tracks bei YouTube schnappen. Oder wenn ihr keinen passenden findet, könnt ihr auch den Backing-Track nehmen, den ich in dieser Lektion benutzt habe. Den könnt ihr euch bei mir auf meiner Homepage kostenlos runterladen. Wenn ihr euch den Backing-Track angehört habt, dann werdet ihr festgestellt haben, dass das Schlagzeug mit der Kickdrum unter anderem auf der 1 und der 3 spielt. Das sind auch die betonten C-Zeiten im Viervierteltakt und da wollen wir jetzt versuchen, das mit dem Bass mitzuspielen. Und zwar spielen wir das Ganze über einen G7-Akkord und wir wollen jetzt nur versuchen, auf der 1 und der 3 den Grundton, also das G, zu spielen. Wenn ihr euch das anhört, merkt ihr, das ist schon einigermaßen solide, also man hat schon einigermaßen soliden Groove damit zustande gebracht. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen aufzupeppen, habe ich mir überlegt, noch ein paar Dead Notes mit einzubauen.
Und da könnt ihr auch schon hören, wie diese Dead Notes, was die für einen Einfluss auf den Klang der Basslinie haben, weil die dadurch nämlich ein bisschen mehr Charakter bekommt, als wenn wir nur auf der 1 und 3 mit der Kickdrum mitspielen. Im nächsten Schritt, in Schritt Nummer 3, wollen wir versuchen, die Basslinie ein bisschen zu erweitern, und zwar mit Tönen aus der Pentatonik, aus der Dur-Pentatonik. Ein Schritt, den wir da jetzt noch zusätzlich machen wollen, ist, dass wir die Pentatonik nicht in der Position spielen, die ihr gelernt habt, sondern wir versuchen, das Ganze diagonal übers Griffbrett zu spielen. Und zwar ist es so, wir fangen an mit dem G, nehmen wir diesmal den ersten Finger, dann spielen wir das A, das ist alles noch beides auf der E-Seite, dann spielen wir das H, nicht auf der A-Seite im zweiten Bund, sondern wir spielen das H auf der E-Seite im siebten Bund. Und zwar hat das den Vorteil, dass wir da einen richtig schönen Slide reinmachen können von dem A in das H, also von der großen Sekunde in die große Terz. Dann spielen wir das D wieder auf der A-Seite im fünften Bund und das E spielen wir auch auf der A-Seite und zwar im siebten Bund. Nochmal zur Wiederholung, das E hatten wir sonst auf der D-Seite im zweiten Bund gespielt. Und dann könnt ihr auch noch den Grundton wieder spielen, das wäre dann das G. Wenn das Ganze über einen Backing-Track spielt, diesen Fingersatz, hört sich das wie folgt an. Und diese Art, eine Pentatonik zu spielen, ist eine Sache, die ihr wirklich in ganz vielen Basslinien hört, weil ihr da wirklich die Möglichkeit habt, Slides viel besser einzubauen, als wenn ihr euch in einer Position bewegt. Den Fingersatz habe ich dann benutzt, um die Basslinie noch ein bisschen zu erweitern. Ein kurzer Hinweis noch zum Üben. Versucht natürlich, diese diagonale Position jetzt auch in alle 12 Tonarten zu übertragen. Da müsst ihr natürlich immer ein bisschen aufpassen, ist halt immer leichter gesagt als getan, weil ihr startet ja mal auf diesen Bundmarkierungen und mal startet ihr zwischen den Bundmarkierungen. Und je nachdem, wo ihr startet, ist die Orientierung natürlich ein bisschen anders. Von daher, wenn das noch nicht sofort klappt mit dem Transponieren, ist das kein Problem. Glaubt mir aber, wenn ihr das öfter macht, dann wird euch das auch immer leichter fallen. In Schritt Nummer 4 wollen wir nichts Neues machen. Wir wollen nur versuchen, dass wir diese Erweiterung, die wir in Schritt Nummer 3 eingeführt haben, dass wir die noch ein bisschen variieren, damit wir einfach noch die Basslinie ein bisschen interessanter gestalten. Und wenn ihr das jetzt nachgespielt habt oder euch das angeschaut habt, dann werdet ihr vielleicht festgestellt haben, dass wir dort in diesem Fill, was wir da jetzt einbauen, oder in dieser Variation oder in dieser Erweiterung von der Basslinie tatsächlich alle Töne aus der Dur-Pentatonik mit drin haben. Im letzten Schritt, in Schritt Nummer 5, kommt noch eine kleine Variation dazu, und zwar eine Variation im ersten Takt. Und dann kommt eigentlich auch der wichtigste Teil fast, dass ihr wirklich versucht, diese ganzen Variationen, die wir jetzt eingeführt haben, von dieser ursprünglichen Basslinie, dass ihr versucht, die so ein bisschen in Form zu bringen, dass es aber nicht zu überladen klingt, aber dennoch genug Abwechslung für den Zuhörer bietet. Euch würde ich jetzt empfehlen, dass ihr euch einfach einen Backing-Track schnappt. Entweder nehmt ihr den, den ich euch zur Verfügung gestellt habe, oder ihr könnt auch jeden beliebigen Backing-Track nehmen, den ihr vielleicht schon habt oder den ihr auf YouTube findet. Dann könnt ihr versuchen, mit diesem neuen Konzept, also mit der Dur-Pentatonik, eine Basslinie zu erstellen. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, wie gut oder nicht so gut eure Basslinie klingt, versucht das mal folgend zu machen, dass ihr die Basslinie über den Backing-Track spielt. Dann versucht ihr das Ganze mit dem Handy aufzunehmen und dann hört ihr euch das an und versucht das dann wirklich zu beurteilen, ob euch die Basslinie gefällt
oder nicht. Und wenn ihr merkt, die passt an einigen Stellen noch nicht, dann ändert ihr das Ganze um, bis ihr irgendwann eine Basslinie erstellt habt, die euch gefällt. Gut, alles klar. Das soll es auch schon gewesen sein für heute. Wenn ihr Fragen habt, dann postet mir die gerne in den Kommentaren. Ansonsten das Übliche oder Obligatorische. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Mein Name ist Markus Ohlen und seid auf dem Kanal der Gitarrenbass-Online-Schule.